Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. So begrüße ich euch meistens hier, aber heute geht es um was anderes. Abenteuer Leben, Kabel 1 hat uns einen TV-Bericht zur Verfügung gestellt. Aber da nicht alle von euch vielleicht noch Fernsehen schauen und wir das ein bisschen aufs Wesentliche beschränkt haben, zeigen wir euch jetzt die 10 Geheimnisse des Miniaturwunderlandes. Es sind Szenen, die einfach noch nicht so oft gezeigt wurden. Es sind kleine Sachen, aber auch größere Geschichten. Freut euch auf 50 Minuten Miniaturwunderland. Beim Miniaturwunderland, wie ich zum ersten Mal da war, hat mich eigentlich so das fasziniert, dass, sagen wir mal, die Modellbahn gar nicht einmal so im Vordergrund steht, also so die Eisenbahn, sondern mehr so dieses allgemeine Leben, also dass da wieder gespiegelt wird, wie so die Welt so ist, so ein bisschen, so mit den Auf und Abs und den, also diesen Gimmicks, die wo da so ein bisschen eingebaut sind, so in der Anlage und das Ganze so lebendig machen. Das fand ich sehr inspirierend und dann kam ich auf die Idee, das so mal nachzubauen und habe das mal ausprobiert. Ich finde es faszinierend, dass man überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Ich habe als Kind schon mal, ich glaube, da war ich vielleicht 10 oder 12, unsere Wohnung nachgebaut. Wir hatten so im 4. Stock gewohnt. Das war so eine 3-Zimmer-Wohnung. Und die habe ich dann wirklich auch akribisch, ein bisschen größeren Maßstab wie das hier, so mit allen Möbeln, mit den Bildern an der Wand, mit den Tapeten an der Wand und so weiter, so nachgebaut. Man könnte fast denken, das ist ein Drohnenflug über uns. Das ist erst, wenn man auf die kleinen Details guckt und sieht, dass die Menschen Figuren sind, sieht man, dass es sogar hier Grand Canyon genau gemacht. Ne? Ich habe lange gesucht, was ich eigentlich für die Gleise nehme und da kam ich dann auf die Zahnseide, die habe ich abgewickelt und koloriert und die deutet so dieses leichte Dreidimensionale an, weil das soll ja auch sehr vom Maßstab her einigermaßen passen. Ah ja, guck mal, die Zahnseide, das sind Schienen. Und bei den Zügen, und da nehme ich dann jetzt ein Filzstift, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Güterzug draus mache, male ich mal hier die Lokomotive. Wenn der nichts Besseres zu tun hat irgendwann, dann soll er wieder bei uns mitmachen. Das könnte jetzt so ein Holztransporter werden. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen so unterteilt wird, mache ich hier dann so kleine, deute ich die einzelnen Waggons an. Man sieht tatsächlich, dass dem Auge reicht es, wenn die Form einigermaßen stimmt und ein bisschen angedeutete Bemalung ist? Den Rest macht ja tatsächlich das Auge. Manchmal ein bisschen Fummelei, manchmal klappt es nicht so auf Anhieb und manchmal klebt es an den Fingern und nicht da, wo es eigentlich kleben soll. So, das wäre jetzt schon mal ein Zug. Moin! Ja, moin! Ja. Hallo! Grüß dich! Du hast ja sogar die tiefen Konturen der Nordostsee total genau getroffen, hier mit dem, wo es zum Strand hochgeht.
Es ist nicht leicht, uns noch so richtig vom Hocker zu hauen. Aber das hat es geschafft. Du hast einen alten Plan, ne? Ja. Ja, das ist der, alte Flughafen, ja. Oder wolltest du es dir leicht machen und keine 30.000 kleine Blumen nachbasteln? Sowohl als auch nicht. Ich habe vom neuen Garten habe ich zu wenig Fotos oder auch zu. Das habe ich noch vom alten Lageplan. Wenn man kopiert wird, dann hat man ja immer gemischte Gefühle. Es gibt ja verschiedene Arten. Zum Beispiel, wenn am Times Square irgendein Investor wieder irgendein Wunderland bauen möchte, dann find ich das nicht so schön und dann hat man so auch Probleme damit, kopiert zu werden. Das ist doch das Schönste, was einem passieren kann. Und wenn man dann genau schaut, fragt man sich die ganze Zeit, wie geht das und wie viele Jahrzehnte hast du dafür gebraucht? Und das ist eine Ehre. Das live zu sehen, er hat es dann ausgepackt. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe sozusagen mein eigenes Wunderland besuchen können und bin da sozusagen mit den Augen rüber und das war für mich immer noch unbegreiflich, dass es überhaupt geht, in dem kleinen Maßstab zu bauen, dass man alles erkennt, Grand Canyon, sonst irgendwas, Kölbernbrücke, die ICE-Trasse durch den Harz. Das Ding schlägt alles. Das ist auch so ein komisches Gefühl zu sagen, ich habe zu Hause die größte Modellbahn der Welt im Keller. Also ein Modell vom Modell eben. Ja. Zu sehen, was er alles da wirklich nahezu authentisch nachgebaut hat, ist für mich bis heute unbegreiflich. Das ist ein Geschenk, das er uns da gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Jeder Feuer und Flamme, weil die Idee war großartig und das Witzige für uns alle war ja auch, wir bauen jetzt mal ein leeres Stadion. Langsamer Dauertest heißt, warum betonst du das? Das ist jetzt die normale Geschwindigkeit, wir haben zwischendurch aus Spaß habe ich so einen kleinen übertriebenen Dauertest gemacht. Okay, Belastungstest bestanden, ich sehe das ein, wenn sie das ein paar Minuten schaffen, dann schaffen sie auch 2 Jahre atemlos. Also da machen wir keine Sorgen. Wir haben halt überlegt, wie können wir unseren Erfolg nutzen, um anderen zu helfen und am liebsten halt Kindern. Wir haben eine so tolle Bühne gebaut und wir haben Helene so sehr gut, sagen wir mal so, animiert, sodass sie auf der Bühne steht und man, wenn man vor diesem Stadion steht, wirklich glaubt, sie steht da auf der Bühne und singt. Mit einer mega Videoshow und Lichtshow. Als ich wusste, heute kommt Helene Fischer ins Miniaturwunderland und wir stellen gemeinsam das Stadionprojekt vor, da war ich sehr aufgeregt morgens. Da wurde mir doch schon bewusst, das ist jetzt nicht irgendein Star, der hier kommt. Wir können jetzt alle Fans daran teilhaben lassen, quasi nochmal ihre Erinnerungen, sich quasi nochmal so in so ein Denkmal zu setzen. Und wir tun damit natürlich auch noch was Gutes. Man merkte auch, sie war auch ein bisschen stolz, dass sie Teil dieses Konzerts ist. Und man sieht sich ja auch nicht jeden Tag in so klein auf einer Bühne stehen. Wir haben unsererseits einfach das Beste gegeben dafür, dass wir das hinbekommen und haben ein sensationelles Stadion gebaut, alle zusammen.
Also es war klar, dass mit 50.000 Plätzen im Olympiastadion wir die Messlatte, wie so oft, ganz schön hochgesetzt haben. In der Einweihungsshow, in dem Kickoff-Ding hier mit Helene Fischer und Johannes B. Kerner zusammen, habe ich ja gesagt, Helene, ich habe mein Büro da drüben, wenn das fertig ist, bin ich der Erste, der den Knopf drückt und dich tanzen lässt. Es ist soweit. Ich drück den Knopf. So, jetzt wollen wir mal gucken. Seid ihr bereit? Chris, it's your turn! Es gibt ja Möglichkeiten, sich zu streiten über die Musik von ihr. Das ist für mich ein Granatensong. Da bin ich mir sicher, den hörst du auch noch in 20 Jahren. Und deswegen finde ich es genau richtig, dass das in diesem Stadion ist. Und man sieht, wie viele Figuren da schon drin sind. Es ist der Wahnsinn, wie die Leute eingestiegen sind. Oh, ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Wir waren völlig geplättet. Wir haben, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen über 200.000 Euro zusammen gehabt für ein Herz für Kinder. Und das Tolle ist, es ist nicht sozusagen ein kurzer Hype gewesen und dann war das zu Ende. Es geht bis heute weiter. Man kann immer noch gegen eine Spende einen Platz in diesem Stadion bekommen. Und wir haben inzwischen über 500.000 Euro für ein Herz für Kinder gesammelt. Und ja, bald ist es voll. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dass dieser Moment irgendwann auch da ist. Deine Augen ziehen mich auf. Dann sitzt da eine Figur in meinem Namen da drin. Das scheint also auch für viele Menschen was Besonderes gewesen zu sein, denn sonst wäre das nie so schnell gegangen. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Wir haben in unserer Geschichte sehr oft Ideen von außen an uns herangetragen bekommen, die ganz toll waren, aber wo wir ganz genau wussten, das ist aber technisch nicht realisierbar, also ist nicht möglich. Und das war mein erster Gedanke, als Google kam und sagte, ja, wir kriegen das mit Street View durch eure Straßen hin, war mein Gedanke eigentlich genauso. Ja, schön, dass ihr das wollt, aber das ist technisch echt nicht realisierbar. Hättest du damals gedacht, dass es so viele Nächte sind? Das waren ja, glaube ich, 14 Nächte, die die da, oder 15 Nächte, die die gedreht haben mit uns zusammen. Ja, hättest du es gedacht? Nein. Und es war nicht mal fertig, ne? Vor allen Dingen immer Besucher geht, sofort alles aufbauen. Ja. Und es ist einfach, es sind enge Straßen, ne? Und es ist eine echte Herausforderung. Also ich weiß noch, als das gelauncht wurde, ich habe die ganze Nacht gesessen. Ich habe jeden Winkel mir angeguckt, als wenn ich es noch nie mit eigenen Augen gesehen hätte. Dass dann tatsächlich einen Tag lang oder zumindest mehrere Stunden weltweit hier auf dieser berühmten Startseite Google Suchfeld und darunter Explore a Miniature Wonderland, dass sie das so groß machen, ich hätte es im Leben nicht geträumt.
weiß noch, wir haben irgendwann von Hamburg Tourismus einen Anruf bekommen, dass die ausgewertet haben, wie viele Kontakte das ja auch für Hamburg ist, wenn das da irgendwie mal zusammenhängen würde. Und die haben gesagt, sie schätzen, dass diese Geschichte 1 Milliarde Menschen gesehen haben. Aus der ganzen Welt Screenshots geschickt bekommen, so, ich habe das gerade in Neuseeland gesehen, hat nicht irgendein Musikerfreund von dir aus England dir was geschickt oder so. Das war verrückt, das war unfassbar. Das war dann der blanke Wahnsinn, was die nächsten Tage passierte. Fans vom Wunderland aus der ganzen Welt hatten so das Gefühl, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass ihr bei Google seid? Mal davon geträumt, mal Einwohner des Miniaturwunderlandes zu sein und da selbst durchmarschieren zu können. Jetzt können wir das. Das war eigentlich ein Projekt, was auf dem Papier erstmal nicht möglich war, aber durch diesen enormen Willen aller Beteiligten am Ende doch geklappt hat. Ja, wenn man in dem Körper eines 50-Jährigen mit dem Geist eines 30-Jährigen und dem Spieltrieb eines 6-Jährigen lebt, dann ist das allerletzte, auf das man kommt, eine Biografie zu schreiben. Und dann war auch ein Verlag da, der plötzlich gesagt hat, das wäre das Thema schlechthin, ihr werdet ja demnächst 100. Ne, 50 und 50, 50. Geburtstag, dann bringen wir ja mal eure Biografie raus. Mit 100 kann man das ja mal machen. Es dauerte keine 10 Minuten. Da war ich in meiner Kindheit und ich habe sie wieder vor Augen gehabt. Dass der Zwillingsbruder oder ein so nahestehender Mensch mit dir gemeinsam eine gemeinsame Biografie schreibt, weil das führt ja automatisch dazu, weil wir getrennt so ein bisschen was geschrieben haben, dass es ein totales Spiegelbild ist. Es ist ja, wie erlebt der eine die Kindheit zum Beispiel und wie sieht der andere seinen Spielkampfgefährten in der Kindheit und dann liest du das, wie du gesehen wurdest und wie er die Kindheit gesehen hat. Das ist total spannend. Beim Schreiben und auch beim Betrachten der Fotos habe ich kurz gedacht, irgendwie, ich möchte wieder zurück in die Zeit. Das war das, was ich habe all die Momente mich wieder hineinversetzt, wie das war. Und es ist einfach, wir hatten zum einen eine sehr schwierige Kindheit, aber zum anderen haben wir beide so toll gespielt miteinander. Ich war damals 17 Jahre alt, bin zur Schule gegangen, Gerrit 1er Abi-Schüler. Ich hatte mehr Lust auf Nachtleben. Ich habe gemixt nebenbei als DJ zu Hause das geübt. Ist plötzlich der DJ in meiner Lieblingsdiskothek ausgefallen und hat gesagt, Kuh, kannst du mal schnell übernehmen hier, mein Auto wird abgeschleppt. Dann habe ich als 17-Jähriger plötzlich in einer angesagten Diskothek gemixt. Und dann haben wir eigentlich ganz schnell angefangen, so mal so die ein oder andere eigene Party zu machen. Und die lief bombastisch. Und es waren auch wirklich coole Zeiten. So die Diskothekenzeit, die habe ich doch schon ganz schön so zu den Akten gelegt.
ja, wenn man so ein Buch schreibt und sich die Geschichten von damals wieder hochholt, dann habe ich mich kurz wieder jung und tanzend auf unserer Tanzfläche gefühlt. Es war ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz viel, was wir gelernt haben über Menschen, was sie brauchen zum Glücklichsein, was sie schätzen, was sie ärgert, was alles eine Basis fürs Wunderland war. Das war eine tolle Zeit. Sie hat mich aber auch manchmal genervt. Und das war auch der Grundstein fürs Wunderland letztendlich, dass mich das Nachtleben genervt hat. Dass es wahnsinnig oberflächlich ist, dass dir plötzlich besoffen jeder im Arm liegt, der nicht in deinem Arm liegen soll. Und dir erzählt, ey Freddy, ich brauche mal einen Drink, ne? Trinken wir einen zusammen, bester Freund. Und ich sage, wer bist du denn eigentlich? Ne? Das war nicht mehr mein Ding. Es waren die Toiletten nicht drin, es war kein Fußboden drin, das war also wirklich alles wellig, weil das irgendwie weggemacht wurde, das Holz, was vorher drin war. Die Säulen waren verrostet, aber es hatte was. Es sah richtig, richtig toll aus. Es schlugen also zwei Herzen in meiner Brust. Eigentlich eine fantastische Location, aber kriegen wir das jemals hin? Es ist nicht mein Ding, irgendwie 9 to 5, irgendwie am Schreibtisch sitzen, immer die gleichen Aufgaben jeden Tag. Das ist nicht mein Ding, das ist mein Leben. Wir waren, ich glaube, 7, 8 Wochen Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Charts mit unserem Leben. Das ist bis heute für mich schwer zu begreifen, was damals passiert ist, aber es war wunderbar. Venedig ist so einmalig auf der Welt, das Echte und so schön. Und genauso sollte es bei uns auch sein. Du siehst heute noch, was für eine Liebe auch in den Gesichtern von unserem Team da war. Ja. Weißt du eigentlich, dass ich eine Diskussion von uns im Zusammenhang mit dem Venedig-Abschnitt mittlerweile als eine Art Betriebsblindheit empfinden würde? Nee. Wir haben monatelang diskutiert, ob es geht, im Miniaturwunderland einen Abschnitt ohne Züge zu bauen. Stimmt. Und geht's? Ja. Na klar. Unglaublich. Ich weiß ja noch, wir haben irgendwann mal Kassensturz gemacht, weil wir nicht mehr wussten, wie teuer wird das Ganze eigentlich. Und da bin ich zu dir gekommen und meinte, also wenn das so weitergeht, wird es 800.000 Euro gekostet haben. Und ich weiß noch genau, wie du reagiert hast. Du hast gesagt, scheiße, aber egal, ja. Das ist es wert. Ja, Venedig ist quadratmetermäßig unser aufwendigster Abschnitt bislang, hat den Flughafen sogar noch übertroffen. Hätte man uns vorher gesagt, das dauert so lange, das kostet so viel, dann weiß ich nicht, ob wir ja gesagt hätten. Hätte man uns wieder um die Bilder gesagt, so wird es aussehen, hätte ich es natürlich sofort gemacht. Ich war selbst schon in Venedig und ich finde, wir haben es in dem Abschnitt vielleicht am besten geschafft, dass das Gefühl von vor Ort bei uns ins Gebäude zu transportieren. Man muss sich in Venedig einfach vorstellen, jedes Haus ist authentisch, jedes Haus ist ein Unikat, jedes Haus wurde irgendwo nach Plänen gebaut und könnte oder kann so in Venedig stehen.
Es sind diese nicht 100% geraden Ecken teilweise, dieses gealterte, dieses teilweise neu auf alt gebaute in Venedig, dieses zusammengeflickte, die ganzen Brücken. Ich glaube, noch nie hat uns ein Finishing eines Abschnitts so viel Spaß gebracht wie in Venedig. Aber dass wir nachher 1 Million Euro für 8 Quadratmeter oder so, also 125.000 Euro pro Quadratmeter ausgeben, also das ist das eigentlich der teuerste Immobilienquadratmeter der Welt so ungefähr? Wahrscheinlich, ja. Ich würde weiterhin sagen, es war jede Stunde wert, weil ich gehe oft vorbei und halt selbst in dieser Nische, in der Venedig hat ja so eine extra Nische bei uns bekommen, steht und guck's mir selbst an und komm kurz ins Träumen. Ich fühle mich kurz wie im Urlaub. Das ist mein Lieblingsanblick, wenn du über Nacht darüber guckst. Das sieht so toll aus. Es war auch der Abschnitt, wo wir, ich glaube, den größten Quantensprung fast schon in Bezug auf Beleuchtung gemacht haben. Da kannst du von jeder Seite fotografieren, filmen, wie du willst. Es sieht einfach genial aus. Also zu dem Zeitpunkt, wo hier die Bilder stammen, das ist noch Testbetrieb am Anfang, hätte ich nie für möglich gehalten, dass das so bis heute läuft. Früher waren meine Autos auf eine gewisse Größe angewiesen, um die Technik unterzubringen, aber mittlerweile habe ich es geschafft, die kleine Technik auch in kleinere Autos reinzukriegen, sodass ich jetzt auch mittlerweile die ersten PKWs fahren lassen kann. Der Traum vom autonomen Fahren ist vor 20 Jahren im Wunderland geboren worden. Die können zwar nicht ganz so viel, aber sie fahren, machen Licht an und aus und sind klein. Ich habe da eben gerade in diesen 20 Jahre alten Aufnahmen erstens einen 30 Jahre alten Mann, der irgendwas von einem eventuell funktionierenden Car-System erzählt, gesehen, aber viel wichtiger, all diese Autos, die ich da gesehen habe, die fahren immer noch. Ist ein Auto, was 2002 gebaut wurde und bis heute fährt. Das Fahrzeug ist jetzt seit ungefähr 18 Jahren auf der Anlage und hat schon so um die 40.000 Kilometer auf dem Buckel. Und das ist wirklich Wahnsinn, dass das immer noch so gut fährt. 40.000 Kilometer bedeutet, als Miniaturauto mit diesen kleinen Motoren in der Geschwindigkeit einmal um die ganze Welt. Sag mal, sind die eigentlich mittlerweile fertig? Ja, Elbphilharmonie. Ich
meine, jeder kennt die Geschichte von der Elbphilharmonie. Die ist ja direkt nebenan, wir können drauf gucken. Und die haben gebaut und gebaut und gebaut. Und wir haben immer mal wieder gesagt, bauen wir sie eigentlich auch? Ach nö, wir bauen sie nicht. Wir haben gar nicht den Platz im Hamburg-Abschnitt mehr und so. Aber dann haben die gebraucht und gebraucht und gebraucht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir zeigen denen mal, dass es schneller geht. Und haben gesagt, wir bauen die Elbphilharmonie in einer bestimmten Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Und haben gesagt, wir sind vor euch fertig. Das ist unser Genauigkeitsfimmel und es soll 150 Jahre halten. Und da müsste man am Anfang gleich dafür sorgen, dass alles ganz ordentlich gemacht ist. Also so wie es dann wohl mal im Original aussehen wird, wir wissen es ja noch nicht. Ich kann nicht rüberrennen und gucken, aber... Aber es kommt dem sehr nah. Genau. Also super Lösung. Ja, nicht, dass die von drüben rüberkommen und gucken, wie es hinterher aussieht. Ja, sie können ja einen ersten Lichttest bei uns machen. Und dann sagen sie sich, oh nee, nein, das genau. Haben wir uns so nicht vorgestellt und wir machen alles anders. Dann sitzen wir da, genau. Richtig. Weil wir haben auch wesentlich länger gebraucht als geplant, weil das Ding schon eine ganz schöne Art ist. Das Ding zu bauen ist schwierig. Also hat uns viel, viel Nerven gekostet. Ich weiß noch, dass die das nicht geglaubt haben, die Musiker, als wir gesagt haben, wir wollen euch da auch jeweils nachstellen und haben die alle nachgebaut und so, wie viele da total begeistert waren und sich geehrt gefühlt haben, dass sie jetzt sozusagen ein Teil im Wunderland waren. Dann kam halt die Idee, komm, wir machen vorne das aufklappbar, damit man in den Konzertsaal reinschauen kann. Und diese Entscheidung war eine mit Folgen. Stefan sagt sofort, das Konzert will ich aber auch bespielen. Ich will, dass da die Drummer drummen, ich will, dass die Geiger geigen, ich will, dass das komplette Orchester das spielt. Ne? Und wer Stefan kennt, der weiß, der meint das ernst und der will das dann auch. Und er wird es auch schaffen. Und eigentlich sollte das ganz genau hier rüber passen. Er ist ein bisschen stramm, das muss auch so. Geil. Und drin. Passt, wackelt und hat Luft. Diese Mechanik von Stefan, die einfach faszinierend ist, dass dieses Orchester da wirklich Peter und der Wolf spielt, da reinzukriegen, hat natürlich wieder ein bisschen Umbaumaßnahmen erfordert. Ich weiß noch, das Reinsetzen des Konzertsaals war, ja, wir wollten ihn auch schwimmend haben und er sollte auch ein extra Element im Gebäude sein. Und es machte auch Sinn, weil wenn du dir die Kabel anguckst, was alleine für die Fassaden und Wohnungsbeleuchtung da drin ist und damit es wartbar ist. Aber ich weiß noch, wie wir geflucht haben, als das nicht passte. Tiefer, tiefer, tiefer. Warte mal, der Kabel noch nach da weg. Immer noch eng, aber es geht runter. Es ist verdammt eng. Ja. Ist doch irre geworden, dass es sich öffnen lässt, war die richtige Entscheidung, diesen Konzertsaal zu zeigen, dieses Leben da drin. Das ist ja so ganz witzig. Wir haben uns ja gesagt, wir wollen die Elbphilharmonie auch bauen und haben auch schon gesagt, so Mensch, die brauchen da so lange drüber, dann machen wir das auch so. Aber diesen Wettlauf, diesen Hype, wer ist schneller fertig, da kann man nicht von außen. Ganz viele Zeitungen haben drüber geschrieben, unsere Fans haben geschrieben, oh, ihr müsst aber fertig werden und so weiter. Und dann dauerte es ja auch bei uns immer länger. Alleine das Ding zu transportieren, wir haben es ja mehr oder weniger unten gebaut an den Arbeitsplätzen damals und mussten es dann hochbringen. Und ich weiß nicht, ich hatte so einen Schiss, dass ihr es fallen lasst oder so. Ja. Sie ist drin?
Und das ist ja dann tatsächlich erst so ganz kurz vor Schluss auch eingebaut worden. Ist es nicht sogar die Nacht vorher gewesen? Es ist, das hat in der Nacht vorher noch nicht mal richtig funktioniert, weil immer wieder hat dieses Tor sich verklemmt. Da bin ich schon sehr froh, dass wir dann am Ende ja doch deutlich vorher fertig waren als die echte Elbphilharmonie. Und die haben uns ja in dem Sinne das am Ende auch wieder leicht gemacht, aber das wussten wir ja nicht zu bestimmten Zeiten, wo wir dachten, ma, jetzt geben die aber ganz schön Gas da drüben, ne? Bei den großen Vorhaben sollte man sich öfter mal an den gelungenen kleinen orientieren. Das hilft ungemein. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Das fand ich aber sehr schön, dass man da den Humor hatte und dass der Intendant des noch nicht fertigen echten Konzerthauses wirklich gesagt hat, ich finde das toll, dass ich mein erstes Konzert in der Elbphilharmonie in 1:87 in Miniatur gebe. Und dass er dann gesagt hat, ich will aber auch, dass meine Musiker zusammen da ein Konzert spielen und das im Nachbargebäude hier im Kehrwieder-Theater gemacht haben, das dann live übertragen wurde in unsere Elbphilharmonie, wo hinter uns dann ausgewählte Musiker standen. Das war einfach, es war ein Gänsehautmoment. Ne? Es war für einen Gewinner würdig, fand ich. Mein Name ist Otto. Ja, der echte. Ich bin in Miniatur Wunderland, ich bin in Originalgröße. Und ich bin hier heute, weil ich mit Stefan hier bin. Das ist der Mann, der diese ganz kleinen Dinge alle fabriziert. Und ich flipp völlig aus, denn jetzt wird auch der kleine Otto hier gebaut. Und das möchten wir uns doch mal anschauen, oder? Ja, ist er ja gerade, so ein Zufall. Ich glaube, ich war 8 Jahre oder 9 Jahre alt, als ich meine erste Schallplatte von Otto bekommen habe, die rauf und runter gehört habe und dann immer jede neue auch haben wollte. Die Zusammenarbeit mit Otto ist ungefähr so, wie man sich die Zusammenarbeit mit Otto vorstellen würde. Das ist fluffig, nicht ergebnisorientiert und auf die Zeit achten, sondern man verbringt Zeit miteinander, blödelt rum und am Ende kommt was Witziges bei raus. Kommst du irgendwo raus oder so, wie kommst du raus? Und so gehe ich wieder runter. Wie viel Zeit er sich genommen hat, dafür zu sorgen, dass Stefan das auch sehr authentisch bekommt, so ein Gefühl dafür bekommt, wie bewegt er sich, wie ist so der Ablauf, was ist typisch für ihn, wie sind so die Bewegungen, die kennt ja jeder so. Und dass das aber auch auf der Bühne mit dem Programm, das dann da abläuft und so, ist ja nur ganz kurze Sequenz und so, dass das dann richtig passt und so, das war ihm so wichtig. Das war, da merkte man auch, dass er total stolz ist darauf, dass er hier so diesen Platz kriegt, wo er verewigt wird und eine kleine Rolle sozusagen auch im Miniatur Wunderland spielt. Und das wiederum, er stolz war, macht uns stolz. Wie schnell du den auch gezeichnet hast, also das ist jetzt quasi ein Rohbau von der Otto. Was für ein Aufwand dieses kleine Ding da ist, das ist im alten Hamburg-Abschnitt entstanden und das waren mehr als 1000 Arbeitsstunden stecken in so einer kleinen Geschichte drin, dass das so authentisch aussieht. Ist das stark? Sehr gut. Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine tolle Idee. Du. Ja, ganz stark. Sein so lieber, lustiger, lebensfroher, positiver, dankbarer Mensch. Und wir sind irgendwie ähnlich. Und das passt super zusammen.
ich bin ein bisschen stolz. Auf das, was wir da alle zusammen gemacht haben. Und dass es Otto ist. So, kleine Überraschung. Viele wissen ja, ich komme aus Ostfriesland, komme aus Emden und bin dann nach Hamburg gezogen. Das hat mir gut gefallen. Hamburg ist auch schön flach und friesisch. Hat mir gut gefallen, aber ist etwas anders. Da gibt es zum Beispiel einen Red Light District, St. Pauli, die Reeperbahn. Da gibt es eine Straße, das habe ich da entdeckt. Da sitzen so, da ist ein Schaufenster und da sitzen eine leicht bekleidete Dame dahinter. Und da bin ich da hingegangen, habe da angeklopft, hab gefragt, was das kostet. Und da sagt sie 50 Euro. Das fand ich unheimlich preiswert für so eine Doppelglasscheibe. Ich bin total happy, dass Otto Teil des Miniatur Wunderlands ist, weil er hat mich durch meine Kindheit begleitet und ich kann noch heute herzlich über ihn lachen. Es ist ein Idol aus der Kindheit gewesen und mit ihm so hautnah zusammen sowas Tolles zu bauen, ist ein Geschenk. Bilden die Welt nach, so wie sie ist, und sehen damit vielleicht deutlicher als andere, das kann durchaus sein, die Probleme der Welt. Wir können dann auch nicht unsere Klappe halten. Gerrit und ich sind beide so, wenn uns irgendwas nervt, dann wollen wir auch was tun. Lass uns doch hier und da das Bild liefern, was wir ja im Kleinen liefern können, und an die große Welt schicken, so als Anregung, wie es vielleicht anders sein könnte. Das hat bei der Trump-Mauer, wie ich sie mal nenne, zu einem weltweiten Shitstorm aus Amerika und Lovestorm aus dem Rest der Welt geführt, weil wir einfach mal gesagt haben, also diese Mexiko-Mauer, die er da bauen will, nein, wir bauen jetzt mal die Mauer, die wir als Außenstehende sehen, mit der sich Amerika ideologisch einmauert, und setzen eine Mauer mit Stacheldraht vor unseren kompletten Amerika-Abschnitt. Da haben wir tatsächlich mal dann darüber nachgedacht, was machen wir Menschen da eigentlich, wie gehen wir mit Tieren um, und haben mal die Rollen getauscht und haben 4 Modelle gebaut, wo wir den Mensch in die Position des Tieres gesetzt haben. Ja, nachdem so die ersten Zeitungen und auch bei Facebook unsere Plakataktion viral ging, wie man so schön sagt, war der Aufschrei wirklich laut. Das hat natürlich für einen Shitstorm gesorgt, dass wir Frauen auf eine Gebärstation gesetzt haben, wo die Kinder runterfallen und Richtung Schredder laufen, so wie es bei den Küken nun mal leider ist, wenn sie männlich sind. Gerrit ist dann zu einem Landwirt gefahren, der sich sehr gegen uns geäußert hat. Das Team ist tatsächlich zu einer Schweinezucht gefahren, als wir angefangen haben zu bauen. Wir haben uns ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Die Landwirte, die sich so gegen uns beschwert haben, was wir da für einen Scheiß gemacht hätten und wir hätten denen einen Bärendienst erwiesen oder wie auch immer, die lieben ihre Tiere, die würden gerne mehr tun, können aber nicht, weil der Preisdruck so groß ist. Und wir stehen und sagen, hey, hallo, genau das wollten wir doch mal aufmerksam machen. Dann lass uns doch an einem Strang ziehen, und haben daraufhin dann gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt an einen Strang und haben gesagt, wir machen eine Sonderausstellung, wo wir jetzt wirklich die verschiedenen Haltungsformen, die es im Handel auch gibt, von bestens bis schlechtens bis am besten gar nicht machen, mal zeigen.
Und am Ende ist diese Ausstellung entstanden, wo sich jeder ein Bild machen kann. Und ich finde, das Bild ist astrein und klar. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit Tieren um. Es könnte was geändert werden, wenn wir es wollen würden. Und wer könnte es ändern? Nur wir Wähler und wir Konsumenten. Ja, unsere Plakate waren vielleicht ein bisschen zu überzogen. Gut, dann waren sie Mittel zum Zweck, es war nicht so geplant. Aber das Ergebnis ist ein ganz großer Konsens, dass sich sehr wohl was ändern muss. Und bitte schnell, denn es geht ums Tierwohl, es geht um die Umwelt und es geht um das Wohl der Landwirte. Also hier haben wir einmal einen PC, den du dir auf den Rücken schnallen kannst, wie so ein Rucksack. Und okay. Einmal haben wir hier einen Helm, da ist einmal die Brille, also das Herzstück sozusagen. Der Traum eigentlich von uns jedem ist, schrumpf dich ins Wunderland. Sei mal diese kleine Figur, geh mal durch das Wunderland und so. Und mit dieser Technik, die der Europapark damit entwickelt hat, ist das möglich. Man befindet sich in einer Gruppe von 8 Personen, wird zu einer kleinen Plastikfigur und kann dann durchs Wunderland durchspazieren und ein Abenteuer erleben. Wir haben es im Europapark schon einmal ausprobiert. Wir sind schon einmal in diese VR-Welt eingetaucht und es ist wahnsinnig beeindruckend, wie man einfach weg ist aus der echten Welt und eintaucht in diese virtuelle Realität. Man will sich irgendwo festhalten, wo gar nichts ist, sondern denkt wirklich, dass man über eine Strickleiter rüber geht und fällt fast hin auf einem normalen, geraden Boden, wenn man das sehen würde. Es ist eigentlich Licht dran. Es ist ein ganz normaler, nackter Raum. Es geht sogar so weit, dass das System, dass da Gegenstände im Raum liegen werden, die man greifen kann, weil das System einen dahin führt. Und dann greift man tatsächlich genau an diesen Gegenstand und kann ihn dann übergeben oder ähnliches. Das klingt jetzt ganz salopp. Soll nur ein bisschen mal zeigen, wie präzise es ist alles. Es ist faszinierend, wie echt es sich anfühlt. Werden noch hunderte an Kameras installiert werden müssen, die einen dann wirklich tracken können, die Bewegung dann wirklich umsetzen können. Der Computer muss zu jeder Zeit wissen, von den maximal 8 Leuten, die sich in dem Raum bewegen, wo ist gerade jeder und was macht der gerade und wofür, wie sind die Bewegungen? Und das ist eine Technik, das ist unglaublich. Drüben haben wir das Wunderland, auf das man draufschauen kann.
Und hier kann man dann wirklich einmal ins Wunderland eintauchen. Man selbst schrumpft sich nach Knuffingen, reist in einer halben Stunde von Knuffingen über Amerika nach Venedig und auch nach Südamerika. Jetzt ist es bald soweit. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin total gespannt, ob es den Leuten genauso geht wie mir, wie ich damals das erlebt habe. Und wenn es den Leuten so geht, dann wird darüber geredet, und zwar eine ganze Menge. Die Show wird einfach gigantisch und es passt so perfekt zusammen. Es gibt das Miniatur Wunderland in echt, das kann man sich anschauen und bestaunen. Und dann idealerweise danach als Abschluss kann man als Einwohner da durchgehen und ich hoffe, euch hat das gefallen. Zum Thema Gerrits Tagebuch kann ich sagen, ich stehe hier tatsächlich gerade und drehe auch eine neue Folge Gerrits Tagebuch. Ich habe keine Ahnung, wie sie wird, denn wir haben alle Platinen bekommen und wollen sie genau jetzt in Betrieb nehmen. Mal schauen, was aus Gerrits Tagebuch in der nächsten Folge wird. Entweder wird es ein Fest oder eine Trauer. Bis dann.